Heute ja der BJJ-Contest hier auf der FIBO und hier habe ich auch schon die erste Gewinnerin bei den Frauen, nämlich die Ira Treske. Du hast eben die Open Class gewonnen im Finale gegen der Svenja Juffernbruch. Ihr wart allerdings nur zu zweit jetzt halt, aber ihr habt euch einen heißen Kampf geliefert, das habe ich schon gesehen. Wie war es jetzt für dich so, die ersten Eindrücke nach, wie analysierst du deinen Kampf? Also war auf jeden Fall ein harter Kampf, ein schneller Kampf. Sie war also super beweglich und ich musste mich auch ganz schnell bewegen. Und am Ende war sogar ein bisschen die Puste raus, aber da hat man dann den Gewichtsunterschied auch ein bisschen gemerkt. Ich bin ein bisschen schwerer als sie, aber war ein super Kampf. Und ich hoffe, dass sie vielleicht manchmal noch ins Training kommt und wir da auch noch ein bisschen rollen können. Und ja, war super. Es ist ja sowieso so, dass Frauen echt so mehr zusammenhalten als bei den Männern. Also sie trainieren einfach mehr zusammen, sie finden sich zusammen. Wäre es auch wirklich was für dich, Svenja, wo du sagst, klar, ich nehme die Einladung an? Ja, ich habe vorher schon gesagt, oder? Ich komme eben aus Basel, bin aber gebürtige Leverkusenerin und habe immer mal was gesucht im Raum Köln zum Trainieren. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich mal hier ins Training kann, zum Sparring mit Frauen. Das ist immer selten und ich denke, es hilft uns beiden weiter. Das war natürlich eine gute Werbung jetzt auch wieder für den Frauensport, was sie hier abgeliefert hat. Jetzt haben wir auch den Trainer jetzt hier von ihr, nämlich den Peter Schierer. Peter, wie hast du den Kampf jetzt gesehen von deiner Schülerin? Also gleich, wie beide ihn gesehen haben, technisch hochgeführter Kampf, sehr viel Bewegung. Sehr dynamischer Kampf, wenig Pausen. Das, was ich mir unter BJJ vorstelle, sehr weich, keine Härte drin. Und der Bessere hat nachher gewonnen. Ja, ist knappe Entscheidung, kampfrechte Entscheidung. Für meine Begriffe hat die Ehre, habe ich eben auch schon mal erwähnt, dass das Geschehen dominiert, weil sie öfters oder fast nur in der Top gelegen hat. 90% der Domination lag bei der Ehre. Und deshalb sage ich auch ganz klar verdient gewonnen. Wie findet ihr überhaupt jetzt, dass die DGL ja das BJJ aufgenommen hat, inklusive auch der Frauen? Das ist ja auch jetzt zwar nichts ganz Neues, aber so die Gewichtsklassen halt. Ja, bisher waren die Frauen bei der DGL ja gar nicht vertreten. Das ist immer sehr schade, weil wir suchen immer Wettkämpfe, wo wir gerne kämpfen wollen. Aber oft wird das dann nicht angeboten, das ist immer schade. Aber jetzt wenigstens der erste Schritt und ich hoffe, nächstes Jahr kommen dann mehr Mädels und dann wird das besser, denke ich. Und Svenja, bei dir, was für einen Stellenwert hat es für dich, auch wenn es jetzt nur für Platz 2 gereicht hat? Ja, also es ist immer ein Turnier. Es ist schade, dass so wenig Frauen gekommen sind. Man muss leider ab Blaugurtniveau fast auf große und internationale Turniere, um wirklich viele Gegnerinnen zu haben, möglichst viel zu kämpfen. Aber es ist eben fast meine Heimatstadt. Hat viel Spaß gemacht, ein ganz anderes Publikum, weil halt auch viele Messebesucher da sind. Gutes Turnier gesehen. Peter, wie ist jetzt weiter? Du wirst auch das zweite Standbein neben den Männern ja die Frauen jetzt haben. Was hast du da jetzt geplant so für die Ihre eigentlich? Wie geht es jetzt für Sie weiter? Als erstes ist beim DJV erstmal die Europameisterschaft anvisiert oder die NAGA, die großen Vorbereitungsturniere für internationale Erfahrung zu sammeln, dass er dann beim DJV auch hoffentlich in der Nationalmannschaft bleibt und auch die Europameisterschaft kämpfen kann und Deutschland uns erfolgreich vertreten kann. Ja. Erstmal vielen Dank jetzt für das Interview. Ich habe natürlich jetzt die Gelegenheit, nochmal was loszuwerden. Ich möchte ganz herzlich den Peter mich bedanken bei ihm, weil alles, was ich kann, habe ich von ihm gelernt bisher und er ist technisch sehr stark und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit ihm und ich will noch viel lernen. Und bei dir, Svenja? Ja, mehr Frauen, wir brauchen mehr Frauen, dass wir viele Gegnerinnen haben und Team Basel. Und natürlich jetzt das Schlusswort hat der Trainer. Danke an unser Team Checkmate aus Brasilien, dass sie uns so supporten. Vor allen Dingen unsere Trainerin Michelle Nicolini, die jetzt natürlich auch wieder Weltmeisterin geworden ist, zum Glück, sage ich mal. Und wir hoffen auf viele erfolgreiche Jahre auch für die Frauenwelt, dass das BJJ auch da weiter in die Höhe gestiegen wird oder steigen wird, sagen wir mal so. Ja, nochmal vielen Dank und wir werden natürlich auch dabei sein und eure Wege weiter verfolgen von Ground & Pound TV. Dankeschön.